Hey Leute und willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Fantastic Life. Da das letzte Video über Marlene Mortler so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, dass ich für euch noch einen zweiten Part mache und habe weitere Szenen herausgesucht. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, auch vielleicht über andere Politiker, dann lasst es mich doch mit einem Like wissen. Mein Vorwort bleibt dasselbe wie beim letzten Video. Deutschland braucht kompetente Politiker. Und das hier sind Gründe, warum Marlene Mortler dies nicht ist. Viel Spaß oder viel Unverständnis bei den weiteren Szenen. Frau Mortler, heute die Top-Nachricht von Ihnen ist: 2016 wurden 1333 rauschgiftbedingte Todesfälle registriert. Das sind Fake News, Frau Mortler. Rauschgift, dazu gehört auch Alkohol und Tabak. Sie haben vorhin die Zahlen genannt. Warum werden diese Zahlen immer noch getrennt behandelt? Es gibt keine illegalen Drogentoten und legalen Drogentoten. Warum verbreiten Sie weiterhin diese Fake News? Lieber Herr Jung, das behaupten Sie, dass das Fake News sind. Sie wissen Wenn genau, Sie Alkohol- und Tabaktote hier nicht anführen, dann sind das Fake News. Sie wissen genau, dass ich gleich zu Beginn die Zahlen der Tabaktoten und der Alkoholtoten in Relation gesetzt habe. Der Punkt ist, wenn heute Abend wieder in den Hauptnachrichten vermeldet wird, wie viel Drogentote es letztes Jahr gab, dann wird von 1333 gesprochen und nicht von den 200.000 anderen Drogentoten. Ist es nicht Ihre Aufgabe als Drogenbeauftragte, das ganzheitlich anzugehen und immer zu betonen, dass diese Toten durch illegale Drogen einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil ausmachen? Das ist eine Möglichkeit. Cannabis damit verharmlost, dieses Argument lassen Sie nicht gelten. Frau Mortler, unsere Bundesdrogenbeauftragte macht so viel Unsinn. Sie schafft Ängste bei Eltern, wann ihr Kind einmal gekifft hat. Ja, deswegen landen die nicht in der Gosse. Sie verbreitet eine Theorie der Einstiegsdroge. Das vertritt weltweit kein Wissenschaftler mehr. Sie schafft es nicht, einen vernünftigen Jugendschutz in die Wege zu leiten, was nämlich die Legalisierer will. Sie wirft aber den Legalisierern wie mir vor, wir würden dafür Sorge tragen, dass Kinder kiffen. Nein, wir wollen genau das Gegenteil. Also Frau Mortler, Sie machen Ihren Job einfach schlecht. Es gibt ja einen deutschen Richter, einen sehr strengen Strafrichter, der die Cannabis-Freigabe fordert. Er setzt sich ein, die Drogenszene im Bereich von Cannabis wirklich zu entkriminalisieren. Sie kennen diese Argumente. Wie gehen Sie damit um? Sie meinen jetzt diesen Jugendrichter, ja. Müller. Das möchte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ich habe auch noch mit einem anderen Gesprächspartner, der kürzlich in einer Sendung mit ihm diskutiert hat, im Nachhinein gesprochen. Der gesagt hat, Marlene, na, so ganz genau habe ich den Herrn Müller trotzdem nicht verstanden. Und ich glaube, da ist noch mehr im Spiel. Ich will nicht deutlicher werden. Das war eingeladen, hatte heute keine Nein, Zeit. Nein, die kommt ja nie. Ja, die kommt ja überhaupt nicht. Frau Mortler, bitte kommen Sie mal in eine Talkshow. Dann können Sie mal vernünftig diskutieren und Ihre Sichtweise auch darlegen. Dann haben Sie Fachleute da und nicht nur ausgesuchte Leute. Ich habe noch mal eine Lernfrage. Unter Experten ist es ja mittlerweile eindeutig, dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist. Ist Cannabis für Sie noch eine Einstiegsdroge? Dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist, das ist Ihre Interpretation. Mein Kenntnisstand geht dahin, dass Cannabis die Droge ist, die von jungen Leuten zuallererst konsumiert wird. Und bei mir ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Herausgeber des alternativen Drogenberichts sagen, Ihr Bericht ist keine Erfolgsgeschichte, sondern dieser Bericht liest sich als ein Zeugnis des Versagens. Das ist die Meinung dieser Herausgeber. Da kann ich genauso sagen, dieser Bericht, nämlich der alternative Drogenbericht, ist für mich weder alternativ noch ist er eine Ergänzung. Es ist eine Sammlung von Expertenmeinungen. Immer wieder durchdiskutiert wird über Cannabis und die Legalisierung sprechen. Da gibt es viele Experten, die sagen, das müsste eigentlich jetzt auch in Deutschland passieren. Wir haben es in dem Beitrag gesehen, selbst der UN-Sonderbeauftragte Generalsekretär Kofi Annan ist für eine Legalisierung. Warum sperren Sie sich so sehr? Ja, ich bin national unterwegs, ich bin aber auch in Europa und international unterwegs und ich kann nirgends irgendwelche Mehrheiten für eine Öffnung in Richtung Legalisierung erkennen. Und wir hatten ja kürzlich den Generalsekretär von INCB, vom Internationalen Suchtstoffkontrollrat hier in Berlin. Er sagt, wir müssen uns an die sogenannten Konventionen halten. Diese Konventionen haben über 180 Staaten weltweit unterschrieben.
Und da steht klipp und klar drinnen, Cannabis ist eine illegale Droge. Jetzt sagen Sie, es ist eine illegale Droge, weil wir sie zu einer illegalen Droge machen. Man könnte sie ja legalisieren. Es gibt Argumente, die dafür sprechen. Die Ressourcenverschwendung von Justiz und Polizei könnte damit gestoppt werden. Das sind die Argumente der Befürworter der Legalisierung. Sie könnten die Beschaffungskriminalität den Boden entziehen. Und bei einer regulierten Abgabe könnten sie dem Jugendschutz besser gerecht werden. Das klingt doch erstmal alles ziemlich einleuchtend. Klingt gut, aber Nachfrage wird es immer geben und skrupellose Anbieter wird es auch geben. Und in dem Moment, wo ich ein Verbot aufhebe, gebe ich auch gleichzeitig ein Signal, das ist harmloser. Ihr müsst mit Polizei und Justiz euch nicht mehr abgeben. Es ist alles gut. Einerseits, andererseits ist es für mich ja wichtig zu sagen oder festzuhalten, dass wir in Deutschland eine verhältnismäßige Prävention bzw. Verfolgung haben. Das heißt, nicht jeder, der erwischt wird, kommt ins Gefängnis. Die Polizei ermittelt erstmal, dann geht die Ermittlung in die Staatsanwaltschaft über. Und die Staatsanwaltschaft kann in der Regel einstellen und sie stellt auch ein. Aber die Zahl der Drogentoten ist deutlich geringer als die Zahl der Toten durch Alkohol. Also warum verbieten Sie dann Alkohol nicht? Also wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie sind immer Mehrheiten gefragt. Und ich habe ja eingangs... Aber Sie sind doch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Sind Mehrheiten gefragt. Ich kann das fordern, aber ich möchte glaubwürdig bleiben und die Dinge fordern, wo ich weiß, wenn ich hier mit allen Möglichkeiten und Mitteln arbeite, dann habe ich die Chance, Mehrheiten zu bekommen. Also Sie fordern nur etwas, wo Sie Mehrheiten bekommen? Und mit diesem Schlusswort beenden wir das heutige Video. Ich denke, nicht nur ich habe das Gefühl, dass Frau Mortler relativ weit an der Realität vorbeilebt. Schreibt mir eure Gedanken doch gerne in die Kommentare. Und falls ihr weitere solcher Videos sehen wollt oder sogar noch einen dritten Teil von Marlene Mortler, dann lasst mir doch ein Like da oder wenn ihr neu seid, ein Abo und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Haut rein und habt noch einen schönen Tag.